Ey, yo, der Shit ist komplett crazy, Leute. Was ihr jetzt gerade gesehen habt, das ist real. Ihr one-shottet Gegner mit diesem Aufsatz. Das ist komplett krank. Leute, dieser Aufsatz ist so krank broken, dass sogar Infinity Ward sich dazu geäußert hat. Und zwar haben die selbst es anerkannt als ein irgendwie ein Fehler, technischer Fehler, keine Ahnung. Wollen das auf jeden Fall fixen mit einem Update. Ich weiß gar nicht, wie viele es wissen. Ich weiß nicht, ob es viele wissen, ob es wenige wissen. Auf jeden Fall wird es. Ich glaube, wenn ihr das Video hier seht, dann wird es hoffentlich, ich hoffe, dass es gepatcht sein wird. Und ich werde, glaube ich, das Video dann auch erst raushauen, wenn der Patch draußen ist. Ich zeige euch das Ganze mal hier. Test 2 ist die Klasse, Leute. Wir gehen mal hier zum Waffenschmied. Es geht hier um die Farmers und hier gibt es einen Aufsatz, Leute. Ich glaube, Exclusive Ace hat es gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob er es dann auch von jemand anderem hat. Auf jeden Fall hat es dann auch noch ein anderer gemacht und ein anderer hat es von denen da und so weiter. So ist es auf jeden Fall durch die ganze Szene gegangen. Da gehen wir hier auf den Unterlauf, Leute. Und das, was wir hier seht, Kaliber 12 Deputy. Das ist einfach eine Unterlauf-Schrotflinte. Ja, Nahkampf ist irgendwie, ich weiß nicht, ist nicht so das richtige Wort. Das Ganze geht sogar so weit, Leute, dass mich Gegner im Multiplayer, ich habe Multiplayer gespielt, um die Waffe eben zu leveln, habe sie dann Mid-Game freigeschalten, beziehungsweise diesen Aufsatz da freigeschalten. Da habe ich es Mid-Game auch einfach angepasst, das Ganze, und hatte eben diese Waffe da mit diesem neuen Aufsatz. Habe es ein bisschen probiert. Was dann passiert ist, schaut es euch einfach mal selbst an. Ich meine, in dem Fall war es ja noch Close Range, das kann man noch verstehen. Das war für ihn wahrscheinlich ein bisschen too much, weil er sich dachte, okay, der Typ hat einen 180 gemacht und boom. Aber das Ding ist in Warzone ein bisschen anders. Ein bisschen anders, das hat einen anderen Bounce. Es ist, wie Infinity Ward schon gesagt hat, ein kleiner würde ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein kranker Fehler, der denn da unterlaufen ist. Ihr wisst ja, Solo-Modus ist so das Schlimmste, was man sich überhaupt so eigentlich antun kann. Ich weiß nicht mal, warum ich das überhaupt ab und zu mal spiele. Es ist einfach auf eine widerliche Art verkämpft. So. Klar, man kann es den Leuten nicht übel nehmen, weil es ist, das Game ist halt so gemacht. Es ist halt so, du musst halt da. Und diese Waffe, beziehungsweise dieser Shotgun-Unterlauf, das ist halt eine, ich sag mal, eine angenehme Lösung für solche Leute. Ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich am Anfang ganz viel Geld zusammenkriege und dann machen wir auf jeden Fall direkt, jumpen wir direkt zur Vorratsstation. Würde man hier so auf der Warzone-Map so eine Heatmap erstellen von so den Orten, wo man so am häufigsten gelandet ist, dann wäre Superstore so bei mir eigentlich so, glaube ich, so richtig das andere Rot. TV vielleicht noch ein bisschen, ganz, ganz selten mal Storage oder auch Military. Da ist die. Mit vollgeladen bekommt man sogar diese 8 Schuss direkt. Boah, der Alter denkt sich auch. Was war das jetzt? Das hat auch einen Nachteil von dem Ding hier. Es gibt sogar zwei Nachteile. Der erste Nachteil ist, dass man einfach, wenn man jetzt hier wechselt, zum Beispiel, ihr seid jetzt hier im Standardmodus, Standard-Schießmodus, dann drückt ihr hier linke Pfeiltaste auf dem Controller, dann wechselt ihr hier zu diesem Shotgun-Modus. Das Problem ist aber, dass wenn ich jetzt die Waffe wechseln will, dann geht er erst in den normalen Modus zurück und wechselt dann erst die Waffe. Aber das Ding ist einfach so overpowered, dass es eigentlich egal ist.
Weißt du, was ich meine? Und eine Sache halt noch, ihr könnt hier diesen Shotgun-Modus könnt ihr nicht einfach so aufladen, also mit Muni. Ihr braucht da wirklich Spezialmunition, die gibt es nicht. Die könnt ihr nicht irgendwo auf dem Boden finden. Die müsst ihr wirklich an so Munitionsboxen, wie zum Beispiel in der Police Station oder sowas, müsst ihr das einfach dort auffüllen, anders geht es nicht. Oder selbst, ihr habt diese Munitionskisten und so weiter, damit könnt ihr es auch auffüllen. Das Beste, was die einfach gebracht haben mit Season 5, sind diese Dinger hier, wo ihr euch einfach hochseilen könnt. Da ist er, da rennt er. Ich bin tot. Feindliche Drohne über uns. Grün ist halt auch so eine Sache. Das muss man jetzt auch nicht übersprechen. Das Gas kommt. Schau mal, was er hat. Okay, das wissen schon einige, dass da das auf jeden Fall abgeht, da mit dieser Shotgun. Das sind diese Dinger, an denen ihr dann diese Muni auffüllen könnt, von diesem Shotgun-Aufsatz. Das Krasse ist bei diesem Aufsatz, dass es einfach mit einem Schuss die komplette Rüstung einfach runterburnt. Also spielt keine Rolle, ob ihr 3, 2, 1, egal wie viel Schild ihr da habt, es ist egal, es burnt einfach alles runter. Feindliche Drohne über uns. Junge, die spielen echt, Solos sind echt so, sind echt schwierige Typen. Solos spielen echt so, das sind eine, wie nennt man das so? Das ist so eine ganz komische Spezies. Und nicht vergessen, Zickzack fahren. Ich hab gerade Flashback an das eine Video, wo ich aufs Dings gesniped wurde. Ich fahre immer so ein bisschen hin und her, zu gucken, ob da zum Beispiel jemand auf dem... Ach, da kommt ein Zug. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt gegen den Zug fahre? Wenn ich so gerade schaue, theoretisch kann man ja eigentlich so nur mit dieser Waffe, wenn man sich so gut ransneaken kann. Ihr habt ja am Anfang den Clip gesehen, Leute. Das ist ja verrückt, Mann. Was für eine Range diese Waffe hat. 4 Käsepizza. 4 Käferpizza. Digga, warum habe ich keine Munition mehr? Die Einsatzbesprechung. Hast du mal ein Solos-Match gesehen? Hast du mal so Leuten zugeschaut bei einem Solos? Also so diesen im Standard Modern Warfare Player? Digga, Schule ist interessant. Wie kann man so seinen Nachmittag verbringen, Alter, oder Mittag? Mit Campen, Digga. Ich würde lieber nochmal zurück in die Schule gehen und mir nochmal diese Hölle geben in der Schule, als mir diese Hölle hier zu geben. Guck dir das an, Digga. Das ist einfach... Digga, meint ihr das ernst, oder? Digga, also wenn ich jetzt hier getötet werden würde, dann hätte ich schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn ich jetzt er wäre. Weil dann habe ich ja schon eine halbe Stunde verplempert, indem ich nichts gemacht habe und wurde dann auch noch gekillt. Ich hab nichts getan und auch noch nichts erreicht und dann wurde ich auch noch gekillt und habe dann gar nichts erreicht. So. Genau. Ja, genau. Ich glaube, diese wenigen Kills, die ihr da gesehen habt, mit denen, ich glaube, das reicht, damit ihr rafft, so wie krank das ist. Ich habe jetzt mittlerweile mitbekommen, dass es schon gepatcht wurde. Kann es nicht bestätigen. Ich weiß, ich habe nicht die Patch-Notes gesehen. Der eine Kill da bei Train Station, das war diese andere Distanz. Wenn ihr es vor dem Patch testen konntet, schreibt mir mal wirklich in die Comments so eure Meinung. Leute, schreibt mir mal eine Sache in die Comments. Eine Sache, die würde mich wirklich am meisten interessieren. Wie ist es eigentlich bei euch so, wenn ihr mal auf die COD-Geschichte so zurückschaut, von diesen ganzen Bugs und Glitches und was auch immer, overpowered Sachen, die irgendwie, wie jetzt diese Farmers Shotgun, so wo eine Waffe oder irgendwas so krank war, dass es einfach, bei mir ist es auf jeden Fall diese eine Sache, Leute, und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, weil einige von euch, viele von euch haben bestimmt Infinite Warfare nicht gespielt, auf jeden Fall gab es dort eine Shotgun, die hatte einfach Aimbot, also legit, Leute, einfach Aimbot. Es war auch noch eine Sniper übrigens, also das war eine Shotgun und Sniper in einem. Ihr konntet sie quasi aus der Hüfte raus wie eine Shotgun benutzen und wenn ihr gescoped habt, dann war das eine Sniper.
Sniper und die hatte aber als Laube aus der Hüfte, als Shotgun war das ein Aimbot. Die Leute, die Infinite Warfare gespielt haben und die diese Waffe kennen, die werden das voll fühlen, wie ich mich gerade fühle. Schreibt mir mal eure unten in die Comments, Leute. Das würde mich mal echt mega interessieren. Folgt mir auf Instagram und Twitter, Leute, wenn ihr Bock habt auf mehr Content. Ihr könnt auch auf unserem Discord-Server hier beitreten. Ist alles unten in der Videobeschreibung. Auf Discord könnt ihr dann einfach mitmachen, wenn wir mal zocken oder auch andere Leute irgendwie zum Zocken finden. Ja, mal Leute, das soll es ja gewesen sein. Also bis zum nächsten Video. Haut rein, macht's gut und bis.